Tatort Bonn, Herbst 1982. Mord im Regierungsviertel. Erpressung in der Parteizentrale. Bestechung im Bundeshaus. Geheimdienste suchen Doppelgänger. Die Wende wird vorbereitet. Da fragt man sich doch, ist was, Kanzler? Ich bin der Nachfolger Konrad Adenauers. Ach, bitte, Herr Kohl, seien Sie meine Böse, aber Rebus Sixtantibus halt, ich sehe eher für den Sohn von Heinrich Lübcke. Wir sollten jetzt eigentlich auf die Tage. Das lässt sich gar nicht leugnen, dass ich der Nachfolger Konrad Adenauers bin. Jetzt wird er größenwahnsinnig. Sorry. Und wenn wir abgehört werden? Ausgeschlossen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ganz normale Entgleisung. Wer hat denn die Weichen gestellt, du oder ich? Ich habe schon mal gesagt, dieser Vollidiot, der das versaut hat, der ist auf einen Posten versetzt worden, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann. Wenn Immermann Zimmermann begegnet, spürt man den Hauch einer neuen Zeit. Begegnet man einem Mann, ein Mann, der von seinen Freunden immerhin mit klammheimlicher Bewunderung Friedrich der Grobe genannt wird oder, wie Sie auch sagen, Friedrich fürs Grobe. Ein Mann, der uns gerade noch gefehlt hat und damit zurück in die Wendezentrale, in die Sendezentrale. Gute Nacht. Ich halte es für völlig unerträglich, dass dieser Film in diesem, unserem Lande, demnächst in diesem Kino zu sehen sein wird. Ist was, Kanzler? Eine freche deutsche Kinokomödie.